750 Meter schwimmen, 24 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Das sind die Distanzen, die es zu absolvieren galt bei der zweiten Auflage des Raiffeisen-Linz-Triathlon hier am Pleschinger See. Im Hintergrund sehen Sie, in 18 Grad ist der kühl und je nach Sonneneinstrahlung die Lufttemperatur auch nicht mehr als 20 Grad. Mit dabei natürlich die beiden Titelverteidiger und Favoriten Tanja Heiböck bei den Damen und Gerald Horvath bei den Herren. Ging es doch auch um den Titel der oberösterreichischen Landesmeister. Startschuss zum zweiten Raiffeisen-Linz-Triathlon. Im Hauptbewerb kocht das kühle Nass, als sich die Teilnehmer auf die einen Dreiviertelkilometer lange Schwimmstrecke begeben. Wir haben heute über 700 Starter, im Vorjahr waren es knapp 400, also eine tolle Steigerung. Und obwohl das Wetter uns beinahe im Stich gelassen hat, es hat jetzt aufgerissen, sind alle gekommen, das heißt über 700 Starter. Erst einmal auch die Kinder dabei, sehr viele Staffeln, Landesmeisterschaft, Stadtmeisterschaft, Triathlon Cup, österreichischer, das heißt, es sind sehr viele gute Athleten am Start, sehr viele Einsteiger, also alles da, alles dabei. Bei den Damen heißt die große Favoritin und Titelverteidigerin Tanja Heiböck. Ungefährdet wird es nicht sein. Es gibt ein paar ganz gute Athletinnen, die Reiche Michi, die Hütterler Lisa und die Altenreiter Monika. Die werden sicher alles probieren, um mich zu schlagen. Aber ich hoffe, dass ich meinen Titel trotzdem verteidigen kann. Schnellster Schwimmer ist Christian Friedrich. Nach 10 Minuten 46 kommt er als Erster aus dem Wasser, dicht gefolgt von Franz Höfer. Titelverteidiger Gerald Horvath verlässt als Sechster den Pleschinger See, macht sich auf die Verfolgung und kann schon nach wenigen Kilometern im Sattel die Führung auf der Radstrecke übernehmen. Horvath ist mit Abstand der klar beste Radfahrer im gesamten Teilnehmerfeld. Gut im Rennen liegt auch Tanja Heiböck. Ein schneller Wechsel ist ganz entscheidend. Selbst die Schuhe sind bereits auf den Pedalen fixiert und los geht's auch für sie auf die 24 Kilometer Radstrecke. Dort vergrößert Horvath ständig seinen Vorsprung. Dem zweitbesten Radfahrer nimmt er 33 Sekunden ab, seinen schärfsten Verfolgern sogar eine Minute und mehr. Der letzte Wechsel klappt ebenfalls reibungslos. Nun gilt es noch, die 5 Laufkilometer zu absolvieren. Nur 7 Männer sind auf der Radstrecke schneller als Tanja Heiböck. Auch sie fährt ein ganz ausgezeichnetes Rennen und nach dem letzten Wechsel hat sie einen klaren Vorsprung auf die zweitplatzierte Lisa Hüttaler hier im schwarzen Trikot. Sieger des zweiten Raiffeisen-Linz-Triathlon wird erwartungsgemäß Gerald Horvath. Mit der siebtbesten Laufzeit kommt er nach einer Stunde 2 Minuten 29 ins Ziel. Auf Rang 2 folgt Franz Höfer, Dritter wird Bernhard Hiebel. Bei der Veranstaltung, da geht es nicht um einen Landesmeistertitel, natürlich auch, aber das Eigentliche, was reizvoll ist, sind einfach die vielen Starter, über 500 Starter und die Veranstaltung selber. Viel Zuschauer, super Strecken, super organisiert. Mit 1:05:18 geht der Sieg bei den Damen an Tanja Heiböck. Damit hat sie knapp 2 Minuten Vorsprung auf die Wienerin Lisa Hüttaler. Naja, ewige Zweite stimmt leider, aber die Tanja ist schon Weltklasse, also ich glaube, da gebe ich mir noch Zeit, dass ich Zweite sein darf. Ich bin voll zufrieden, dass ich meinen Sieg wiederholen habe können. Nach dem Schwimmen habe ich ja vor mir schon eine andere blaue Badekappe gesehen, habe ich mir gedacht, scheiße, wer schwimmt da so schnell? Das war dann die Monika, weil ich habe es Gott sei Dank schon in der Wechselzone einholen können und dann sind wir eher ein Stück gemeinsam unterwegs gewesen. Aber es ist mir recht gut gegangen, also ich bin sehr zufrieden. Wetterglück, ein großes Teilnehmerfeld, viele Zuschauer. Der zweite Raiffeisen-Linz-Triathlon war eine gelungene Sportveranstaltung. Und der Triathlon-Boom, spätestens durch den Olympiasieg von Kate Helen angeheizt, hält ungebrochen an. Das war